Genau vor einem Jahr ist die Corona-Krise in voller Härte in Österreich angekommen. Seit nunmehr einem Jahr bestimmen Corona und Lockdowns unser Leben. Die weltweite Gesundheitskrise hat uns auch gezeigt, wie wichtig ein starkes, solidarisches Gesundheits- und Sozialsystem ist. Corona hat auch gezeigt, dass nationale Alleingänge nicht reichen und dass wir gemeinsame europäische Lösungen brauchen. Und wir haben im letzten Jahr auch gesehen, wo Europa gut funktioniert und wo es nicht so gut funktioniert oder schlecht funktioniert. Die wirtschaftlichen und sozialen Folgen von Corona sind katastrophal. Die Widersprüche und die Spaltung der Gesellschaft sind noch größer geworden. Gerade hier ist eine starke Sozialdemokratie gefragt und ein starkes Europa. Zum Beispiel der Europäische Wiederaufbaufonds, RRF, ist eine der europäischen Antworten. 750 Milliarden Euro ist das schwer. Alleine für Österreich bedeutet das rund 3,5 Milliarden Euro. Und während andere Länder in der Europäischen Union bereits begonnen haben, ihre Wiederaufbaupläne umzusetzen, ist in Österreich noch gar nichts passiert. Die Regierung vertrödelt diese so wichtige Frage. Und apropos türkis-grüne Bundesregierung, was ist denn da los? Statt sich mit aller Kraft gegen die Corona-Krise zu stemmen, versinkt die Regierung immer mehr in ihre eigenen Skandale. Hausdurchsuchung beim Finanzminister. Und dessen Frau geht dann mit dem Laptop spazieren. Die Pleite vom Kaufhaus Österreich. Zig verfassungswidrige Corona-Verordnungen. Und von der Regierung geförderte Maskenhersteller, die chinesische Masken mit Schwarzarbeiterinnen auf Made in Austria umetikieren und dann an öffentliche Hände wieder verkaufen. Oder die fatalen Patzer bei der Terrorabwehr und im BVD im Innenministerium. Die Casinos-Affäre. Und. Es gäbe dabei so viel Wichtigeres zu tun. Zum Beispiel in Österreich für eine schnellere Impfstrategie zu sorgen. Österreich ist hier im europäischen Schlussdrittel. Oder den Kampf gegen die explodierende Arbeitslosigkeit. Oder für echte Frauengleichstellung. Apropos, am 8. März war Internationaler Frauentag. Und zu diesem Anlass sprachen im Europaparlament die beiden Politikerinnen Jacinda Ardern aus Regierungschefin aus Neuseeland und Kamala Harris, die Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten. Und das war ein sehr bewegender Moment. Aber es geht natürlich nicht nur um Reden, es geht um viel mehr, nämlich gerade in der Krise und gerade am Europatag, aber nicht nur für Frauengleichstellung und für ökonomische Gleichstellung und Sicherheit der Frauen zu kämpfen. Und was sonst noch alles im Europaparlament im Plenum diese Woche los war, findest du in den Artikeln in meinem Newsletter. Viel Spaß damit!